Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo Männer, heute mal ein bisschen komisches Thema wieder. Da muss ich mal euren Rat fragen. Und zwar häuft sich in den letzten paar Tagen, dass hier Kommentare verschwinden, Likes verschwinden und etc. Und ich dachte mir, das hat jetzt so ein Ausmaß langsam angenommen, dass ich das, glaube ich, doch mal festhalte. Und zwar seht ihr hier einen Kommentar von Ingo. Autarkes Leben auf, hier ist meine Hackfresse, das Video ist AC versus DC, dieses Video hier, um das geht's. Hier, Kommentare zu AC versus DC, Gedanken zur Autarkie. Jetzt gehen wir mal auf das Video, Gedanken zur Autarkie. Ich habe hier auch sortieren auf Neueste. Und wenn ich jetzt hier mal runter scroll, ach ne, hier ist der Kommentar. Hier ist der Kommentar, Jungs. Und hier heißt er jetzt User bliblablub. Ach, jetzt heißt er hier auch wieder User. Wenn ich zurückgehe, steht dann der richtige Name da. Und da war jetzt noch ein Kommentar, wo er mir geantwortet hatte. Mal gucken, ob wir den noch finden. Ich glaube es nicht. Der ist definitiv weg. Ihr seht hier auch noch meine Antworten. Und ich konnte den Kommentar nicht einmal sehen vom Ingo. Nur, was ich hier in der Glocke gesehen habe. Ne? Gut, kann natürlich sein, hier. Ah nee, Quatsch, das ist er nicht. Dass der Ingo das selber gelöscht hat oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber das geht ja weiter. Der nächste ist der Oha, der hatte mir geschrieben, finde ich jetzt leider nicht mehr unter welchem Video, das war Oha, könntest du ja mal bitte in die Kommentare bestätigen. Er hat mir geschrieben vor ein paar Tagen, dass er sich 100% sicher war, Videos geliked zu haben und diese Likes waren dann weg. Er hat dann halt wieder geliked, sag ich jetzt mal, ne? Also Oha war da oben. Das habe ich mir jetzt gerade zufällig nebenbei gesehen, ne? Habe ich mich daran erinnert an Oha. Also hatte ich jetzt eigentlich gar nicht mit auf dem Plan. Also diese Antwort eben mal vom Ingo, die fehlt. Weiß nicht, warum das mit dem Namen hier so komisch ist. Keine Ahnung. So, der nächste. Moin Kato, es kommt auch noch ein Video. Nicht explizit für dich, aber mit dir. Obwohl du gar nicht dabei warst. Wir haben deinen Rat angenommen. Ist getestet, alles probiert, bleibt so. Kommt die Tage. So. Und Kado hat, ja, hier steht es vor 19 Minuten, es ist jetzt 12.55 Uhr, hat er einen Kommentar geschrieben. Er hatte gestern Abend schon einen Kommentar geschrieben. Wartet mal, wir gehen mal drauf, das können wir, glaube ich, nachvollziehen. Gehen wir auf das Video. Also er hatte wohl gestern oder in der Nacht oder was weiß ich jetzt nicht genau, hat er einen Kommentar geschrieben. Wir haben schon einige Kommentare hin und her geschrieben. Und hier hat er geantwortet, die Spannungswerte, vor 14 Stunden, hier steht's. Die Spannungswerte kommen mir zwar komisch vor, aber rein qualitativ sieht's erstmal gut aus. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt der... Ich hatte gestern Abend einen Text gemacht und einen Kommentar unten mit Link auf das Foto vom Aufbau und Ostsee hinterlassen. Nun ist es weg. Seht ihr den noch? Nein. Mein allerletzter Kommentar unter mit den Spannungswerten bezieht sich auf dieses Foto. Also da meint er jetzt diesen Kommentar. Der bezieht sich auf das Foto was oder den Text, den Michael Ufer gepostet hat. Der ist auch weg. Und seine Antwort ist jetzt noch da. Und ich sehe es auch noch. Also ich habe ja vor 14 Stunden... Was haben wir, da haben wir, glaube ich, gebastelt oder was weiß ich, oder ich habe gepennt, nee, gepennt nicht. Bin ja grad, ja, wir haben, glaube ich, gestern Abend gebastelt oder so. Und er hat, jetzt habe ich hier wieder geklickt. So, jetzt die Seite war es, war schon auf falscher Seite. Kado hat jetzt hier, okay, der Vollständigkeit kopiere ich den Link hier nochmal, schreibt er. Es ist der Test, Standardwicklung, aber LED gegen Batterie Plus. Und dann in Google Drive Link. Wahrscheinlich dann für die Daten, um anzugucken. Ne? So, und wenn wir jetzt aber hier drauf gehen, ist in der Unterhaltung der Kommentar. Ne, jetzt ist er wieder da. Also der ist jetzt wieder da. Okay. Also das raff ich jetzt nicht. Wir haben doch gerade zusammen geguckt. Ne? Jetzt ist der Kommentar wieder da. Moment, nee. Hä? Nee, halt. Halt. Passt mal auf, ey, ich wäre langsam echt, du wirst ja selber verrückt, ne? Guckt mal an. Er schreibt hier, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte gestern Abend einen Test gemacht, einen Kommentar und einen Link auf das Foto. Aufbau und Ostsee. Nun ist es weg.
Seht ihr denn noch mein allerletzter Kommentar? Nee, Quatsch, das ist ja der davor. Ja, jetzt bin ich auch schon blöder, ne? Also. Der Kommentar mit dem Link, den wir gerade in der Glocke gesehen haben, ist auch schon wieder weg. Obwohl er geschrieben hat, das hat er auch schon zweimal geschrieben. Gut, da könnte man jetzt noch vermuten, dass es eventuell an einem Link liegt, dass es an dem Link liegt, den du da reingepostet hast. Wobei, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Normalerweise kommt dann hier Überprüfung oder so. Vielleicht ist es der Link. Komischerweise, ne? Micha hatte, glaube ich, keinen Link gepostet. Ich glaube, der hatte nur die Werte und die Daten. Naja, also, ne, Kato, du siehst es, oha, Ingo, und wir haben noch, das ist jetzt der absolute Knaller, Jungs. Ich weiß jetzt nicht, ich habe hier auch noch mal geguckt, hier ist nichts bei Überprüfung ausstehend, na gut, Erwähnung, veröffentlicht. Ist alles das vor 4 Monaten hier irgendwas. Also es ist nichts, dass hier noch was angezeigt wird und so. Und jetzt haltet euch mal fest. Das ist jetzt der Grund, warum ich überhaupt das Video gemacht habe. Die anderen, das war jetzt, habe ich nur schnell mal rausgesucht. Das sind, glaube ich, schon noch 1, 2 mehr. Pass auf, wir machen es einfach so. Jeder, der davon betroffen ist, dass hier auf meinem Kanal seine Likes verschwinden. Ach ja, Flose, Grüße gehen raus. Habe ich jetzt den Text nicht mehr. Der hat das auch schon gesagt zu mir. Ne? Haut es nochmal in die Kommentare, diejenigen, die betroffen sind. Abo verschwunden, das passiert mir selber, das beim Segelohrenbob ist andauernd das Abo weg. Ich muss den alle 3 Monate neu abonnieren und ich tue den nicht deabonnieren. Ne? Warum denn auch? Ja, deabonnieren, Likes nicht da, Kommentare verschwinden. Seid mal so lieb und haut das mal unten in die Kommentare, dass wir das einfach mal so ein bisschen gesammelt haben, dass ihr die anderen auch mal sehen, ihr seid nicht alleine und ich spinne mir und denke mir das auch nicht aus oder du hier alle 2 Minuten eure Kommentare löschen oder irgend so ein Blödsinn, ne? Dass ihr das mal seht, dass es echt mehrere Nutzer betrifft und ja gut, kann ein Fehler von YouTube sein oder sonstigen, aber es ist langsam ein Ausmaß, wo die Kommunikation blockiert wird, sage ich jetzt mal. Ehrlich gesagt, kotzt mich jetzt selber ein bisschen an, dass ich jetzt im Nachhinein die Telegram-Gruppe gelöscht habe, weil dann hätte ich das da drüber machen können. Aber wie gesagt, da hängt an dem Telegram, an dieser öffentlichen Gruppe, da hängt so ein Rattenschwanz dran. Wenn da jemand Bock hat, ihn zu machen, ja, ich wäre gerne dabei oder so, aber nicht als Admin oder du entscheidest, wer jetzt recht hat, welches Kinder. Und nee, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Aber wer da, wenn jemand Lust hat, wäre vielleicht nicht schlecht, sowas ins Leben zu rufen, dass man hier sowas umgehen könnte. So, und jetzt kommt der absolute Knaller. Ja, ich hatte ein Video gemacht mit diesem Lithium-Akkus. Und also die Story jetzt, haltet euch fest, holt euch schon mal einen Kaffee, das glaubt ihr gar nicht. Ne? Ich glaube das selber fast nicht. Ich kann das nicht glauben, das ist unvorstellbar. Ne? Und zwar hat Speedy hier geschrieben, gestern 19.51 Uhr, ich krieg's von den Zeiten nicht mehr ganz hin. Ich habe aber einen Screenshot von meinem Handy. Ich glaube, da ist in der Datei die Zeit drin. Also man könnte mit dem Screenshot von meinem Handy die Zeit nochmal nachvollziehen, dass ihr wirklich mitkriegt, also ich bescheiß euch hier nicht, der Speedy anscheinend auch nicht, und Speedy, du bist auch hier nicht alleine, ne? Ingo, Kato, ich glaube Liliana hat auch schon mal geschrieben, also es sind wirklich, haut's mal in die Kommentare, dass ihr anderen das auch mal seht, dass du nicht verrückt bist, und ich auch nicht, und du auch nicht, ne? Das ist Fehler von YouTube oder Google, ich weiß es nicht, aber langsam, ne? So, Speedy, hier, ich würde gerne ein bisschen ausholen und etwas zu deinem Video hier sagen. Übrigens, mal bitte im Auge oder im Hinterkopf behalten, was jetzt alles kommt, nennt sich konstruktive Kritik für die ganzen Freunde, die immer hier irgendwelchen Scheiß schreiben. Also erstmal vielen lieben Dank, Speedy, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt, pass auf. Also er will zu dem Video was sagen, postet einen Link zu dem Video, damit ich halt weiß, um was es geht. Das ist schon mal gut. So, und jetzt pass auf. Und dann schreibt er, also 1951 hat er, und hier schreibt er, ich habe es schon drunter geschrieben, aber naja, Zensur und so, deshalb hier nochmal. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe das im Nachhinein gelesen. Ich bin quasi gestern Abend, ja, um 9 oder irgend sowas, wir werden es jetzt gleich sehen an der Zeit, ich weiß es nicht ganz genau, um 8, ne, warte mal, ja, abends auf jeden Fall, nach dem Abendbrot, wir hatten einen Besuch da und so, und ich bin auf YouTube,
hab in auf der Glocke, auf dem Handy einfach die Kommentare mir angeguckt und da war der Kommentar von Speedy. Ich habe auf den Kommentar geantwortet. Jetzt greifen wir dem kurz mal vor, damit ihr wisst, worum es geht. Und jetzt haltet euch fest. So, er hat es hier 20 Uhr nochmal gepostet. Genau, hier guckt, 21 Uhr 09. Also war ich ja grob richtig mit der Zeit, ne? Passt mal auf. So. Doch, hier sieht man die Zeit. Ah, auf dem Screenshot ist die Zeit. Hier, 21.08. Ne? Hab ich quasi das Video, den Kommentar gesehen. Und stand hier vor einer Stunde. Also es passt zeitlich. Ne? So, hier das, hat er den Kommentar geschrieben. Und wenn ihr hier genau hinguckt, ist Schrift zu sehen. Hier steht, liebe Grüße. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Blei findest du auch, also den Wert von Blei, aber genau, den IRN wieder schon von Blei. Und dank, bedankt habe ich mich und als Ads hier seht ihr, liebe Grüße. So, und da habe ich auf Absenden drücken gedrückt und dann kam, requested entry was not found. Und ich so, hä? Was? Und ich hatte ja das vom Kato, dies alles jetzt hier, das hatte ich noch nicht gelesen. Ich habe den Screenshot gemacht und habe mir dann gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Lädst du ihn auf YouTube hoch oder bla? Da dachte ich mir, komm, lädst du jetzt erstmal auf Discord hoch. Komm, wie gesagt, auf Discord rein und sehe das hier. Dass er hier schreibt, hey, ich würde gerne mal was zu deinem Video sagen. Und da dachte ich mir, ey, krass hier, das ist ja Speedy, das ist ja der einen Kommentar geschrieben hat, den ich gerade beantworten wollte und das geht nicht. Und dann lese ich den Satz hier, Leute. Ich habe es ja schon drunter geschrieben, aber naja, Zensur und so. Als wenn das von Speedy scheint, das schon normal zu sein, dass hier seine ganzen Texte, die er mir schickt, oder seine Kommentare, die wirklich gut und geil sind, die zur Sache beitragen, Aufklärung bieten, etc., dass sie ja einfach gelöscht werden, verschwinden oder etc. Und das ist doch nicht normal, meiner Meinung nach. Ne? Dann habe ich das alles gelesen und habe halt schnell hier den Kommentar gemacht, ne? Kommentar ist weg, habe ich das gepostet und habe dann nochmal drunter geschrieben, glaube ich, ja, eine Minute später, ich habe ihn noch gelesen, konnte aber nicht mehr antworten. Und da schreibt Speedy, krasse Sache, wusste ich's doch. Speedy hat's halt einfach vorausgesehen, schon oben in dem Kommentar, in den, hier, zack, 19.52 Uhr und in dem Kommentar, Speedy, ich konnte den Kommentar ja noch lesen, dein. Und da hatte er unten als letztes, wird Speedy bestimmt auch bestätigen, ich meine, warum soll er lügen, warum soll ich lügen, ne? Ist ja Quatsch, hat er halt auch schon hingeschrieben in dem Kommentar hier auf YouTube, dass er vermutet, dass der Kommentar gelöscht wird. Ne? Und ich habe mir dann gesehen, habe geantwortet so, geschrieben und dachte mir, ja gut, ne, war vielleicht mal ein Fehler oder Handy oder Computer irgendwas. Und dann drücke ich auf Antwort, der Kommentar ist weg und sehe, dass Speedy schon im Discord geschrieben hat. Absoluter Hammer, das glaubst du ja gar nicht. Ne? Also geht noch leicht weiter. So. Und dann war ich echt ein bisschen verdutzt. Weil ich dachte, Mensch, der schreibt doch nicht hier, ich sage jetzt mal eine A4-Seite, bitte nicht falsch verstehen. Wie gesagt, vielen lieben Dank, Speedy, für deine Kommentare, für deine Ausführungen. Da muss ich auch noch ein Video dazu machen. Und da habe ich dann eben geschrieben, also wirklich jetzt ohne Scheiß, Leute, ne? Ich konnte das einfach nicht fassen. Zu der Zeit war auch ich mit Micha im Hangout, glaube ich, oder mit Atze oder also mit mehreren. Und da haben wir auch kurz drüber geredet. So, und da hatte mir Speedy dann geantwortet, krasse Sache, wusste ich doch. So, und da dachte ich mir dann, keine Ahnung, jetzt fragst du einfach mal. Und da habe ich, also hast du ihn nicht gelöscht? Und Speedy, nö, lach, ist wirklich weg, hab eben geschaut. Also er hat dann selber auch nochmal geschaut und hat festgestellt, ey, das ist ja wirklich weg. So, aber ich hab's oben ja gepostet. Einfach als Textdatei downloaden, so lässt es sich besser lesen. Also er hat schon den Kommentar in eine Textdatei gehauen, in dem Vorauswissen, dass das auf YouTube wieder gelöscht wird. Oder ja, also ich will da auch mal eure Meinung jetzt in die Kommentare hören. Das, ne? Manchmal sah das aus, als denke ich mir das aus oder ich will mich ja hypen oder irgendein Müll, kann ich jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Aber ich denke mit dem Video hier, wo ihr mal seht, dass es hier verschiedene User sind. Die User können ja auch mal drunter schreiben, dass sie echte Menschen sind oder ich weiß es nicht. Also wer hier noch glaubt, dass ich das selber bin,
dem kann ich nicht mehr helfen. Ne? Warum? Ich habe Besseres zu tun. Ne? Ich nehme jetzt die Zeit für den Mist zu machen. Ich will eigentlich ein anderes Video machen. Ne? Egal. Au, jetzt hau ich mich doch. Ich will nicht rumheulen. So ist wirklich, ich habe eben gesagt, ich wollte gerade antworten und da war er weg. Und jetzt kommt, ist nicht das erste Mal, dass meine Beiträge bei dir zensiert werden. Da wo ich mir denke, Alter, what the fuck, was ist denn hier los? So, deshalb habe ich alles nochmal hier reingeschrieben, damit es nicht weg ist und weil ich das Thema immer, weil mich das Thema immer interessiert, um dir zu zeigen, dass du in diesem Fall falsch liegst. Wie gesagt, Props gehen raus, vielen lieben Dank. Ich mache da aber nochmal ein extra Video, das ist so viel Text und alles. Ich will da ordentlich drauf eingehen, Speedy, ne? Dass man das nicht so larifari bla, das machen wir ordentlich. Ich stehe zu meinen Fehlern, ist kein Problem. Und vielen lieben Dank nochmal dafür den Hinweis. Wusste ich wirklich nicht, ne? Aber müssen wir richtig stellen. Ich mache am besten ein Video dazu. Darf ich deine Texte hier aus Discord zeigen? Ja, auf jeden Fall, Alter. Bei mir gibt's keine Zensur. Also, ja, leider muss ich sagen, gibt's die anscheinend hier auf meinem Kanal oder auf YouTube oder sonstigen. Oder sind wirklich Fehler vom System oder so. Aber also ich bin das nicht, Jungs. Ne? Also wie gesagt, ich war, wir können ja da Micha oder mal, wir müssen da mal einen Livestream machen, dass wir die ganzen Beteiligten mal reinholen, dass ihr wirklich seht, dass nicht ich das bin oder so. Ich war mit Micha online. Ne? Wir haben ich habe meinen Stream-PC zusammengebaut und ja, denkst du, da baue ich meinen Stream-PC. Ich habe die Festplatte eingebaut, den Lüfter, blablabla. Wie soll ich denn daneben bei mit der anderen Hand durch dann hier YouTube zensieren oder was? Also ich bin das wirklich nicht, ne? Also glaub nicht so ein Scheiß, ey. Es gibt ja manche, die schreiben das. Das ist totaler Quatsch, hier seht ihr es mal. Ja, habe ich mich dann noch bedankt, dass ich das jetzt hier in dem Video eben zeigen darf. Für nichts gerne, bin aufs Video gespannt. Das Ding ist, es könnte ausarten, wenn ich darauf antworte und zu langen Diskussionen führen. Aber um vieles so auszudrücken, wie man es meint, bedarf es hier bei dem Thema leider immer mal sehr langer Texte. Das ist ja kein Problem. Ne? Doch, hau alles raus, was du wissen hast. Ich glaube, jetzt geht es dann schon wieder um den Innenwiderstand, also ums Thema überhaupt. Ne? Wir müssen ja erstmal 50 Mal hin und her schreiben. Die Kommentare müssen gesichert werden, dass wir dann nach 3 Stunden, 3,5 Stunden oder was, dass wir hier dann mal den Text, worum es geht. Also Speedy hat mich hier auf einen Fehler hingewiesen mit der Innenwiderstandsmessung. Schon mal ein kleines Dings hier, Spoiler, ihr könnt es ja selber lesen, geht in Discord, könnt ihr schon mal lesen, da mache ich noch ein kleines Video dazu. Speedy sagt hier, dass ich da einen Fehler gemacht habe mit dieser AC- und DC-Messung und das klären wir auch nochmal auf. Ne? Micha hat jetzt hier hochgeschrieben, oh, wo das nächste Rabbit Hole. Komm Alice, sammel den Hasen, wir reiten. Geil. Ne? Also, ich hatte glaube ich noch, ich hatte glaube ich noch einen Kommentar. Das muss ich jetzt mal kurz mit reinnehmen. Ich gucke gerade noch nach so einem Kommentar da. Endorks, hoffentlich falsch, ja, Moment. Hoffentlich richtig. Bewerten Sie die Information. Beruhigend, Häkchen, informieren, Häkchen, inspiriert, Häkchen. Muss ich jetzt mit reinschneiden, ja. Props raus. Ich habe jetzt nochmal hier drüber gescrollt. Ich bin mir sicher, da waren noch mehr Beiträge irgendwo unter meinen hier unter dem Community-Button. Würde ich euch auch empfehlen, immer mal reinzuschauen. Da habe ich noch ein paar Möglichkeiten, euch Fragen zu stellen oder mal ein paar Bildchen oder hier auf irgendwelche Themenvorschläge. Hier RMF-Test-Vorbereitung. Wann war denn das? Vor 4 Tagen. Muss ich langsam mal Gas geben. Es waren auf jeden Fall noch mehr Kommentare. Und ja, also, wie gesagt, ich würde euch mal bitten, haut mal in die Kommentare, falls ihr sowas bei mir hier auf dem Kanal auch schon erlebt habt. Wobei, bei mir, das kotzt mich ein bisschen an, das sagen zu müssen. Also, ich bin absolut gegen Zensur. Ihr könnt sie mal testen. Ja, keine Ahnung. Tut mich halt mal vorsichtig beleidigen, aber so, dass er von YouTube keinen Ärger kriegt. Genau, wir machen, da kriegt er keinen Ärger, pass auf. Na gut, das ist Blödsinn. Ne? Ich wollte jetzt sagen, schreib du Elektriker. Nee, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal testen. Ihr schreibt, meine Meinung ist, Action, das ist alles Blödsinn. Du bist ein fieser Faker. Und dann Hashtag Spaß oder irgend sowas da.
Ja gut, nee, Hashtag Spaß macht er nicht. Schreibt das, mir wegen könnt ihr es hinschreiben, auch mal noch so ein Entwicklungsvideo oder so. Einfach mal, damit ihr seht, selber, ne, und dann tut er mal in 2-3 Tagen oder so, tut er das mal die Seite refreshen oder geht nochmal auf das Video, jetzt will er wieder Klicks haben, ne? Er macht ein Dings rein hier in wie heißt Adblocker, macht Adblocker rein und geht dann auf das Video, dass ich keine Klicks und nichts kriege und dann guckt mal, ob ich euren Kommentar gelöscht habe. Ne, bitte achtet drauf, also es gibt Kommentare, die auch YouTube Fehler passieren und hier andauernd Kommentare verschwinden, da bitte ich euch, ne, da kann ich ja nichts dafür, aber selbst wenn ihr mich beleidigt oder was, es ist mir egal, ich lasse es stehen, ne? Pff, mir wurscht. Gut, in diesem Sinne, lasst knacken, lasst es nicht verarschen und ja, schönes Wochenende noch. Tschüssi.